So, das ist Stevenabroad und heute sind wir im Fort 10. Dieses Fort ist nicht am Militärring, sondern an der Inneren Kanalstraße und zwar im Norden, fast am Rhein. Und das ist ein sehr, sehr gut erhaltenes Fort, ein sehr großes Fort. Da hat einen Innenraum, der sogar bewohnt scheint, hat einen, natürlich wie jedes Fort, so einen Wassergraben, den man durchgehen kann. Und auch oben auf dem Dach einen Rosengarten. Den gucken wir uns gleich mal an. Ja, hier gibt es auch so einen Weg hinten rum oder drumherum, wo man ein bisschen spazieren gehen kann. Ich meine, kommt man nicht wirklich außer Atem. Dauert noch ein paar Minuten, aber trotzdem mal ganz nett in der Stadt direkt in der Natur zu sein und dann auch was Historisches mitzunehmen. Hier befindet sich wie fast in jedem Fort ein Rosengarten. Hatten die anscheinend damals zur Entspannung gebraucht, aber der hier ist wirklich sehr, sehr schön groß und auch sehr gepflegt. Ja, das Fort 10, wo wir gerade sind, befindet sich halt ganz in der Nähe von der Flora und dem Zoo, in der Nähe von der Inneren Kanalstraße sozusagen. Ist also relativ zentral, allerdings nicht so einfach zu sehen, wenn man es nicht weiß, wo es ist. Von daher lohnt es sich aber auf jeden Fall danach zu suchen. Ein schöner, idyllischer Spaziergang und Besuchsplatz, genau mitten in der Stadt. Ganz nah von allem und das war Stevenabroad, heute für euch in Köln im Fort 10. Thank you.